Deutscher Industrie- und Handelskammertag. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar zu ISO 50001 2018. Wir freuen uns über den Regelbruch und bevor wir ins Inhaltliche einsteigen, noch zwei, drei organisatorische Punkte. Erstens möchten wir die mit einem Telefon sich zuschalten, das zuschalten, damit wir keine Rückkopplung bekommen. Zweitens möchten wir darauf hinweisen, dass Sie über die Homepage und die bereitgestellte Software die Möglichkeit haben, über die Chat-Software uns Fragen zu stellen, einmal inhaltlicher Natur, die wir am Ende der beiden Vorträge gemeinsam mit den beiden Referenten diskutieren möchten, aber eben auch, wenn technische Probleme vorliegen, dass Sie uns das über diese Chat-Software mitteilen, damit wir Ihnen schnellstmöglich eine Antwort dazu liefern können. Und wir möchten natürlich darauf hinweisen, dass die Präsentationen am Ende der Veranstaltung Ihnen über den bereitgestellten Link auch zur Verfügung gestellt werden. ISO 50001 2018, warum reden wir drüber? Im August 2018 gab es die Veröffentlichung der überarbeiteten ISO-Norm mit zusätzlichen neuen Anforderungen, auf die wir am Anfang des Webinars eingehen möchten. Zusätzlich kommt aber hinzu, dass mit der überarbeiteten und veröffentlichten ISO 50003 in Verbindung mit der ISO 50006 zusätzliche Anforderungen an die Nachweisführung der kontinuierlichen Verbesserung im Energiemanagementsystem gestellt werden. Das ist für Unternehmen aus verschiedenen Gründen relevant. Einmal natürlich über die Einbindung der ISO 50001-Zertifizierung in die Lieferketten, aber eben auch, und das ist für viele Unternehmen durchaus ein relevanter Punkt, in der Energiegesetzgebung, in den energierechtlichen Rahmenbedingungen, ist die ISO 50001 an verschiedenen Stellen implementiert. Da ist zu nennen einmal die besondere Ausgleichsregelung EEG, aber eben auch in Energie- und Stromsteuer, im Energie- und Stromsteuerrecht oder mit Blick auf das Energiedienstleistungsgesetz und die nun wieder endende Frist Anfang Dezember 2019 in der Nachweisführung für Energieaudits bzw. alternative komplementäre Systeme. Mit wem möchten wir das heute tun? Zu meiner Rechten einmal Jochen Buser von der GUT ZERT, eine Zertifizierungsgesellschaft hier in Berlin ansässig. Von Haus aus ist er Umweltwissenschaftler und seit 2003 bereits im Unternehmen tätig, in der GUT ZERT. Jurist und Leiter der Bereiche Energiedienstleistung und Emissionshandel. Und zu meiner Linken Jörg Rathjen, seit 10 Jahren im Energie- und in der Energieeffizienz unterwegs, von Haus aus Master of Science im Wirtschaftsingenieurwesen und bei der Ökotech Energiemanagement GmbH ebenfalls hier in Berlin beheimatet sozusagen. Er gibt regelmäßig Trainings zu der ISO 50001 und der ISO 50006 und leitet unter anderem ein Projekt zu Energiekennzahlen des BMUB. Bei beiden kann man sagen, sie sind ausgewiesene Experten für dieses Themengebiet. Sie arbeiten auch in Normungsgremien mit. Das Spannende heute wird sein, dass wir einerseits eine Zertifizierungsgesellschaft bei uns haben, einen Vertreter einer Zertifizierungsgesellschaft und andererseits eben einen Dienstleister, einen Berater, der Unternehmen berät. Beide sind aber eben nicht nur in Normungsgremien unterwegs und entwickeln diese Normen fort bzw. Handreichungen dazu, sondern sind auch bei Kunden unterwegs. Das heißt, bei beiden kann ich sagen, darf ich sagen, dass sie dennoch immer eine gewisse Lösungsorientierung und Pragmatismus bei den Fragen an den Tag legen. Und damit möchte ich es auch zunächst belassen, würde an Herrn Buser geben mit dem ganz kurzen Hinweis noch einmal die Erinnerung, wir haben so ein paar Störungen in den Leitungen. Bitte die Mikrofone auch an den PCs stumm schalten, damit wir keine technischen Störungen hier bekommen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Becker. Ich freue mich, dass wir also auch aus Sicht der Zertifizierung heute hier mal vortragen dürfen. Ich darf also nochmal einen kleinen Einblick, eine Einführung in die 50001 2018 geben, die auch nochmal einbetten in die Normfamilie. Und wie Sie auch gehört haben, also die 50001 ist revidiert worden. Auch diese Norm hat eine Halbwertszeit. Man hat also wie in allen anderen Normungsvorhaben nach 5 Jahren hat man also auch diese Norm in Angriff genommen. Und wir haben also im 2018, dann im August, haben wir also eine neue ISO-Norm bekommen, die entsprechend also auch nach der Anwendung dann also auch mit den Praxiserfahrungen, die dort gesammelt worden sind, natürlich dann also auch überarbeitet worden. Und man hat also auch harmonisiert in Bezug also auf weitere Normen in der Familie. Und ich darf jetzt also dazu einen kleinen Einblick geben. Wie Sie
schon hier mich nochmal doppelt vielleicht dann sehen. Die Sachen sind also auch schon erwähnt worden von Herrn Becker, da möchte ich also auch gar nicht viel groß Warum höre ich den Typ nicht? Sagen. Nur, dass man also auch hier nochmal sieht, also ich bin selbst also auch in den Unternehmen vor Ort, darf also auch direkt auditieren und bin also zusätzlich auch noch als Umweltgutachter entsprechend berufen und dort in dem Bereich Emissionshandel und EEG dann also auch tätig. Ja, ein Blick auf die Weltkarte. Wir selbst gehören zu der AFNOR-Gruppe. AFNOR ist das französische Normungsinstitut. Und man sieht, also wir sind ja flächendeckend, also auch mit Standorten in der Welt auch vertreten, mit über 60.000 Kunden in 100 Ländern, 40 Standorte und 1.750 Auditoren, auf die wir zurückgreifen können. Und in Berlin hier entsprechend also mit dem Markennamen GOTZert vertreten sind. Und dann gibt es also, wie Sie hier auch sehen, wenn man hier auf das Dienstleistungsspektrum bei uns guckt, also auch entsprechend noch eine Tochter, das in Berlin fährt, im Bereich Medizinprodukte tätig. Und hier ein kurzer Blick auch nochmal über das Dienstleistungsportfolio, was sich stark konzentriert auf den Bereich Managementsystemzertifizierung, aber auch unsere Akademie, die dann entsprechend Schulungen auch für Beauftragte durchführt, beispielsweise auch zu dem Thema ISO 50001, aber auch Umweltmanagement 14001, Qualitätsmanagementsystem nach der 9001. Und das, denke ich mal, ist also auch gerade heute jetzt interessant mit der Norm, denn die bietet gerade ja jetzt also auch, was die Harmonisierung und die Integration in Systeme, also integrierte Managementsysteme anbietet, jetzt entsprechend also eine Struktur, die wir dann also auch gleich nochmal vorstellen dürfen. Ja, Sie sehen mich lächeln. Ich freue mich. Wir sind bereits akkreditiert worden, also zugelassen worden von der Deutschen Akkreditierungsstelle, dürfen also auch die neue Norm, die neue Version bereits in Unternehmen prüfen, haben das also auch schon gemacht. Erstes Zertifikat ist raus und weitere folgen jetzt. Also da sind einige doch schon sehr mutig gewesen, sind also auch dort schon in eine Zertifizierung eingegangen, in eine Umstellung. Und Mitbewerber sind bereits also auch akkreditiert, so dass da also auch eine Gewährleistung ist, dass die Unternehmen da jetzt also zügig auch umstellen können. Wie Sie sehen, bettet sich die Norm hier in die ISO 50001-Familie ein. Wir haben hier mal die wesentlichen Normen aufgeführt. Und übergeordnet ist natürlich die 50003 als Akkreditierungsnorm zu nennen. Das sind die Vorgaben, die an uns, die Zertifizierungsstelle, gegeben werden, mit dem Thema zum Beispiel energiebezogene Leistungsverbesserung, die also auch als Nachweis dienen muss. Und unten geordnet, da wird also auch der Kollege der Georg Ratjen gleich nochmal drauf eingehen, speziell haben wir also auch Leitfäden, die natürlich also auch die Praxisanwendung dann entsprechend erleichtern sollen. Da ist also insbesondere zu nennen die 50.006, die sich dem Thema Kennzahlen und Ausgangsbasis widmet und die 50.015, die sich dem Thema Messung und Verifizierung widmet. Und dann haben wir also eine Norm, rechts außen ist sie hier jetzt mal dargestellt, die noch nicht so viel Anwendung gefunden hat, Verbesserung der Gesamtorganisation, also energiebezogene Leistungsverbesserung in der Gesamtorganisation, hat aber also auch noch nicht so viel Anwendung gefunden. Ja, vorweg nochmal ein Blick auf den letzten ISO-Survey. Es gibt also auch von der ISO entsprechende Auswertungen über die Anwendung der Norm. Hier auch nochmal weltweit zu sehen, also ein reger Anstieg in den letzten Jahren. Also wir haben über 23.000 Zertifikate, die mittlerweile weltweit im Umlauf sind, mit den Zahlen 2017 hier wohlgemerkt. Und Deutschland, das sieht man also ganz unten, ist nach wie vor noch Weltmeister mit über 8.000 Zertifikaten, also weit abgeschlagen. Da freuen wir uns, sind wir also auch sehr froh drüber. Ja, und man kann aber auch sehen, dass hier in Deutschland also auch dieser starke Anstieg in den letzten Jahren also auch eine Konsolidierungsphase gefunden hat. Mittlerweile 2017 ein leichter Rückgang. Wir haben es also vorhin auch schon von Herrn Becker gehört. Das Ganze ist natürlich also auch durch gesetzliche Vorgaben stark getrieben worden in Deutschland, hat also Anreize im Bereich der fiskalischen Erleichterungen auch gegeben. Das haben viele Unternehmen genutzt. Und wir hoffen natürlich, dass dieser Anstieg jetzt also auch in den Folgejahren dann also sich fortsetzt. Das Wichtigste für Sie, wenn Sie Anwender sind, sind die Umstellungsfristen. Die sind also im
Dezember letzten Jahres veröffentlicht worden von der Deutschen Akkreditierungsstelle. Und ich habe hier mal die wesentlichen Daten herausgehoben. Man hat also hier auch mit der Veröffentlichung im August hat man eine 3-Jahres-Frist, wie das üblich ist. Also wir haben das also auch erlebt schon im Bereich der 14.001 oder auch der 9.001. Aber man hat hier also auch eine Halbwertszeit reingebracht. Das ist also auch hier ein gewisses Novum. Man hat also auch reingebracht, dass ab dem 21.02.2020 Audits nur noch nach der ISO 50.001/2018 möglich sind. Also das sollten Sie natürlich beachten, wenn Sie in die Umstellung gehen, dass Sie natürlich Ihr System entsprechend dort schon refreshen und natürlich also auch aufstellen auf die Anforderungen. Die Befristung der Zertifikate ist dann bis zum 20.08.2021 gegeben. Das wäre das Ultimum. Dann würden entsprechend die 2011er Zertifikate natürlich zurückgezogen werden durch die Zertifizierungsgesellschaften. Dazu ist jetzt noch ein bisschen Zeit, aber gehen Sie da ruhig dran. Wir nehmen Ihnen jetzt gleich nochmal die Angst in den folgenden Folien, denn es ist alles sehr viel praxisnäher geworden und das würden wir jetzt hier auch nochmal darstellen. Ja, Hintergrund der Revision, Hauptintention ist natürlich, dass man hier eine Struktur geschaffen hat, die sogenannte High-Level-Structure. Und diese Struktur bietet eine Harmonisierung mit bestehenden Management-Systemnormen wie dem Umweltmanagement der 14.001 und dem Qualitätsmanagement der 9.001, aber auch Arbeitssicherheit, andere Normen, auch Informationssicherheit, beispielsweise 27.001, sind nach Vorgabe einer Direktive von der ISO entsprechend einer einheitlichen Struktur zu überarbeiten beziehungsweise auch zu revidieren. Und das ist also jetzt hier mit der noch neueren Norm, der Energiemanagement-Norm, auch passiert. Man hat sie also auch an diese Struktur angepasst. Man hat eine Harmonisierung, was die Begriffe anbelangt, hat man jetzt vorgenommen. Man hat also eine feste Kapitelanzahl von 10 Kapiteln, der sich entsprechend dann die Normanforderungen hier also einordnen. Und das Ganze hat natürlich also auch wesentlich den Zweck, dass all diese Managementsysteme natürlich von der Struktur gleichwertig sind. Man hat immer ein Management Review, einen internen Audit-Prozess und man hat natürlich also auch personelle Ressourcen, die man bereitstellt. Das ist in allen Normen so und das bietet sich natürlich auch an, das zu harmonisieren. Kurzer Blick in die Kapitel, wo wir vorher 11 Kapitel gesehen haben. In der 2011er Version hat sich das Ganze jetzt nochmal konzentriert auf diese 10, die Sie also auch dann vom Wording auch in den anderen Normen bei integrierten Systemen dann also natürlich auch in dieser Grundstruktur dann auch finden würden. Ja, eine wesentliche Neuerung, beziehungsweise auch hat man hier nochmal auch die Intention gehabt, also nochmal zu schärfen, dass natürlich die 50.001 ein Führungsinstrument ist. Man richtet die Anforderungen an die oberste Leitung. Sie ist in der Verantwortung, die entsprechenden Ressourcen bereitzustellen, im Rahmen der Managementbewertung natürlich also auch zu gucken, welche Energieeffizienzmaßnahmen waren, wie wirksam also auch die Aktionspläne entsprechend zu bewerten und hat natürlich also, was das Berichtswesen, die Steuerung des Energiemanagementsystems, den Hut auf. Hier die Verantwortung. Es ist durch die neue Norm also auch herausgestellt worden, man hat den Energiemanagementbeauftragten, den hat man gar nicht mehr aufgenommen, sondern der ist erstmal rausgenommen worden. Sie finden den noch in der 2011er Version. Man hat das Energieteam hat man hier ganz klar benannt, was natürlich passiert und deswegen so ein bisschen sarkastisch, der Energiemanagementbeauftragte ist tot, es lebe der Energiemanagementbeauftragte. Ist natürlich, dass wir also auch diese Strukturen in Zukunft wiederfinden. Wir werden natürlich also auch nach wie vor auch diese Persona dann im Unternehmen in der Struktur natürlich dann also auch einbinden, denke ich mal. Das wird also die Praxis und es sind auch Ersterfahrungen jetzt in der Umstellung, die das auch zeigen. Ja, Erweiterung des Anwendungsbereichs, also das finden Sie so auch in allen Managementsystemnormen. Man hat hier jetzt herausgestellt, dass es sinnvoll ist, sich mit seinem Umfeld, dem Kontext zu befassen, zu gucken, wer tangiert eigentlich mein Unternehmen, welche Stakeholder gibt es,
Das kann also die Nachbarschaft, das können NGOs, können das sein. Und im Bereich der Energiemanagementsysteme, des Energiemanagementsystems, hat man natürlich hier die Anforderung, wie wirkt sich diese Beziehungsgruppe, diese Menschen, diese Personen, wie wirken die sich in Bezug auf meine energiebezogene Leistung aus? Kann es ein Positivum sein? Kann es negativ sein, dass es meine Energieeffizienz entsprechend also auch negativ tangiert? Zum Beispiel Abwärmenutzung. Wenn Sie die Möglichkeit haben, Abwärme abzugeben an benachbarte Unternehmen oder Sie möchten Abwärme vom benachbarten Unternehmen beispielsweise beziehen, dann kann das ein Positivum sein. Also wir haben unter anderem also auch Kunden, die Feuerabwärme vernichtet haben. Man hat es hier über Kühltürme gegangen, hat also nochmal Energie entsprechend investiert für eine, Kühlung. Und das kann natürlich dann also auch so weit sein. Ein Unternehmen beispielsweise hat dort ein ganzes Gebiet, ein Wohngebiet, also auch mit Wärme versorgt und hat diese Wärme dann entsprechend also auch zur Verfügung stellen können, hat noch eine Kesselanlage dazu gebaut, um Spitzen auch zu bedienen. Das war dann zum Beispiel so ein Positivum, was sich also durch so eine Stakeholder-Analyse dann also auch ergeben hat. Hier nochmal aufgeführt die wesentlichen interessierten Parteien, die sich so auch in der Norm finden. Das könnten also Gesellschafter, Entscheidungsträger sein, aber natürlich also auch die interne Personengruppe, Mitarbeiter, Betriebsrat, die natürlich also auch gerade in Bezug auf, wenn es um Personen, die eigene Mitarbeiter, die Energieeffizienzverbesserung herbeiführen sollen. Man hat also auch bestimmte Daten, beispielsweise im Fuhrpark, die man dann auch analysieren möchte. Dann ist natürlich also immer das Thema Datenschutz auch tangiert und entsprechend diese Persona sind natürlich dann also auch einzubinden. Und natürlich also im Wesentlichen externe Parteien, Kapitalgeber, sei es Lieferanten, wenn wir über Rohstoffqualitäten reden, wenn wir über Produkte, die ins Unternehmen reingehen, die eventuell also durch ihre Qualität dann also auch zur Energieeffizienzverbesserung auch führen können. Ja, und externe Unternehmen, Privatpersonen und die Nachbarschaft, die ich hier also auch genannt habe. Das erweitert natürlich ungemein den Anwendungsbereich und ist also hier in der Norm also auch systematisch auch zu führen, dass man das also auch entsprechend dokumentiert und natürlich dann aus der Analyse dann also auch Chancen bzw. Risiken herauskristallisiert. Ja, wesentliche Änderung in der Norm oder Klarstellung, darf man auch sagen, ist die energetische Bewertung, der Kern, also was geht rein in das Unternehmen an Energie, wo geht es hin, wie teilt sich dieses auf die Energieverbraucher. Und hier hat man jetzt also wirklich klargestellt, dass ich also meine wesentlichen Energieverbrauchsbereiche, SEUs, betrachten sollte, dass ich also auch, was nachher meine Energieeffizienzbemühungen anbelangt, sie also auch diesbezüglich konzentrieren sollte, Ausgangsbasen, Kennzahlen zum Nachweisführung der Energieeffizienz dann also auch auf diese wesentlichen Energieverbrauchsbereiche dann konzentriere. Da würde dann der Kollege, der Herr Rattchen, gleich also auch noch mal tiefer eingehen. Sie sehen das dann hier auch noch mal grafisch dargestellt. Ich konzentriere mich natürlich dann auf meine Anlage, meine Prozesse und habe dann entsprechend hier Variablen, die reingehen, die das Ganze also auch tangieren, hier entsprechend Einflussfaktoren genannt, bezüglich also Produktqualität, Betriebsweise, die ich dann erfassen muss und natürlich dann also auch eine Normalisierung von Kennzahlen dann auch herbeiführen muss nach der neuen Norm, wenn mir entsprechend dort natürlich Daten zur Verfügung stehen. Diese Daten sind dann natürlich auch in einem Energiedatenerfassungsplan, so haben wir ihn hier mal genannt, dann also auch festzulegen, wann messe ich welche Einflussfaktoren und wie kann ich dann also auch eine Normalisierung meiner Kennzahlen dann also auch herbeiführen. Das ist also hier auch nochmal eine Klarstellung, Plan der energiebezogenen Datensammlung, Energiedatenerfassungsplan, so haben wir es jetzt mal einfach getauft, das Ganze. Wo ich dann also hier natürlich Funktionen, aber auch meinen tatsächlichen zu erwartenden Verbrauch der einzelnen SEUs erfasse und natürlich welche Energiekennzahlen führe ich dann, Ausgangsbasen natürlich dann entsprechend also auch für die einzelnen SEUs, um eine Verbesserung dann also auch über diese wesentlichen Energieverbrauchsbereiche dann auch später darstellen zu können. Es liegt natürlich nach wie vor, das ist also auch eine häufige Frage,
mit welchen Messmitteln, mit welcher Messgenauigkeit muss ich dort arbeiten, liegt hier auch im Ermessen der Organisation, entsprechende Mittel, Verfahren zur Messung zu bestimmen. Wie weit sie da gehen, ist natürlich auch abhängig jetzt, was wollen sie nachher darstellen, welche SEUs, welchen Energie tatsächlich einen absoluten Verbrauch haben sie dort, dass man da natürlich dann also auch in höhere Investments geht, wenn ich zum Beispiel energieintensiv bin. Mein kurzes Fazit, bevor wir dann zu den Herrn Rattjen auch weiterleiten, ist, dass also im Wesentlichen hier eine Anpassung an diese, wie gesagt, HLS-Struktur stattgefunden hat, dass es also auch eine Erweiterung des Anwendungsbereiches gibt, was wir sehr interessant finden, da wirklich eine systematische Analyse beizuführen, Risiken, Chancen aus dieser Kontextanalyse auch herauszukristallisieren, dass es alles viel klarer geworden ist, insbesondere auf die energetische Bewertung. Konzentriere dich auf deine wesentlichen SEUs und analysiere die wirklich intensiv. Ich habe das Thema Normalisierung, was aus der 50.006 auch schon bekannt ist, aus dem Leitfaden. Und hier dann natürlich den Bereich, wenn mir Daten vorliegen, dass ich dann also auch auf eine Bereinigung meiner Kennzahlen dann also auch Wert legen sollte und diese auch durchführen sollte. Es ist auch eine Präzisierung der zu erfassenden Daten entsprechend erfolgt. Ich habe auch nochmal, was auch teilweise zu einem kleinen Aufschrei geführt hat, habe also auch nochmal eine Klarstellung bekommen, dass also was erneuerbare Energien anbelangt, dass es dort also keine Verbesserung entsprechend als Nachweis gilt, wenn ich also hier einen Wechsel auf erneuerbare Energien anstrebe, sondern das ist also hier wirklich eine Energieart, ist durchaus positiv im Bereich der Umweltverbesserung, aber nicht in Bezug also auf meine energetische Leistungsverbesserung. Ja, und ansonsten wesentlich natürlich eine Harmonisierung mit bestehenden Normen. Und da sehen wir gleich also auch in dem zweiten Teil von dem Kollegen, dass da also sehr viel passiert ist. Zu guter Letzt, wenn Sie umstellen, wenn Sie Interesse haben, hier auch nochmal aus dem Leitfaden der Deutschen Akkreditierungsstelle sind die Mindestanforderungen auch nochmal, was die Zeiten anbelangt. Ich habe dann beispielsweise im Rahmen einer Rezertifizierung mindestens 10% Zeitaufschlag, der zu berücksichtigen ist. Und im Rahmen einer Überprüfung, was auch möglich ist, wo eine Umstellung erfolgen kann, dann mindestens 20% und hier also mindestens jedoch einen halben Audittag, der dann also auch zu berücksichtigen ist. Kleine Hilfestellung für Sie im Internet. Wir haben also auch den Leitfaden für die 50.001 schon umgestellt auf die neue Version, haben also auch diese Themen, die ich jetzt hier eben genannt habe, aber auch das Thema Kennzahlen haben wir dort auch nochmal erläutert. Es gibt also auch ein Energiedatenerfassungstool, was zu nutzen ist. Und wir freuen uns also auch, demnächst gibt es also auch nochmal einen Leitfaden, der vom Umweltbundesamt veröffentlicht wird, wo dann also auch nochmal Klarstellung, also insbesondere auf das Thema Kennzahlen dann also auch nochmal kommt. Ja, das wäre es erstmal von mir. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Buser. Den Punkt mit den erneuerbaren Energien finde ich ja durchaus spannend, auch wenn es sich um eine Energiemanagement-Norm handelt. Ich denke, das ist zumindest etwas, was man kritisch hinterfragen sollte. Jetzt möchte ich weiterleiten an Herrn Rattjen. Herr Rattjen wird eingehen auf die Kennzahlenproblematik und die Fragen, die sich damit verbinden. Und meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung auch aus Gesprächen mit Unternehmern ist es ein ziemlich dickes Brett für einige Unternehmen. Nicht, weil Kennzahlen grundsätzlich ein neues Thema sind, sondern weil mit der ISO 50003 in Verbindung mit ISO 50006 da auf eine Art und Weise nachgeschärft wurde, dass sich nochmal ganz neue Fragen unter Umständen für Unternehmen stellen. Und Herr Rattjen wird das jetzt erläutern und vor allem auch versuchen, so ein bisschen das Thema dahingehend aufzulösen, dass man nicht so viel Berührungsängste haben muss, wie ich das jetzt vielleicht gerade suggeriere. Vielen Dank. Ja, vielen Dank erstmal für den schönen Vortrag von Seiten der Zertifizierung. Wir werden jetzt mal die Beraterperspektive einnehmen, beziehungsweise ich werde versuchen, aus der Unternehmensperspektive mal an diese Sache ranzugehen, um mal zu überlegen, wie kann man denn diese Sachen aufziehen. In der Tat haben wir auch als Ökotech bei unseren Kunden beobachtet, es gibt da eine ganze Menge Verwirrung, eine ganze Menge Unsicherheit, wie denn hier mit diesen ganzen Anforderungen da umzugehen ist. Erstmal vorneweg, so schlimm ist es tatsächlich nicht. Sie können das alles
an wesentlichen Stellschrauben selber drehen. Welche das dann sind, zeige ich Ihnen gleich. Und ja, genau, also inhaltlich gehe ich jetzt mal vor allem auf diese ISO 50006 ein. Bevor ich das tue, noch mal ein paar kurze Worte zu uns. Ökotech ist eine Beratungsgesellschaft für Energiemanagement. Gegründet wurden wir 1999. Angefangen hat das so alles mit dieser klassischen Energieanalyse vor Ort, energetische Bewertung. Und dann ist das alles immer mehr in das Thema Energiemanagement und Energiecontrolling übergewachsen. Mittlerweile haben wir da knapp 50 Mitarbeiter. Darf ich kurz unterbrechen? Ich muss noch einmal mit einem kleinen Dank an die Regie darauf hinweisen, dass wir bitte alle Mikrofone an den PCs und an den Telefonen, also alle Personen, die sich zugeschaltet haben, bitte ihre Mikrofone stumm schalten, weil wir massive Rückkopplungen haben. Und, wenn ich Herrn Ratjen ohnehin schon unterbreche, noch einmal der Hinweis, bitte senden Sie uns Ihre Fragen. Sie haben heute die außergewöhnliche Möglichkeit, sowohl die Zertifiziererseite als auch die Beraterseite zu diesen Themen zu befragen. Nutzen Sie diese Gelegenheit. Bislang ist zumindest bei mir im Chat noch nicht so viel eingegangen. Keine Sorge, die beiden Kollegen können die Zeit auch so überbrücken, aber ich denke, es ist sinnvoller, wenn Sie Ihre Fragen stellen, als dass die beiden einfach nur so erzählen. Danke. Gut, okay. Ja, besten Dank. Ich hoffe, die Rückkopplungen, die sind wieder im Griff. Genau. Nochmal kurz zu unseren Leistungen. Wie gesagt, wir kommen aus der Energieanalyse, Energiekonzeption, Implementierung von Maßnahmen und so weiter. Und als weitere Schiene dieses ganze Thema Energiemanagement. Also wir führen auch Energiemanagementsysteme ein, führen diese internen Audits in Vorbereitung von Zertifizierungsaudits durch. Zum Beispiel ein ganz wesentliches Geschäftsfeld bei uns ist aber auch das Energieeffizienzcontrolling. Und da sind wir bereits seit 2011 sowas dabei, das zu tun und machen das tatsächlich auch schon sehr lange gemäß diesen Anforderungen, die jetzt über die Normung reinkommen. Also es ist nicht völlig aus der Luft gegriffen, was sich die Normung da überlegt hat, sondern es sind Dinge, die sich bei uns auch in der Praxis schon lange bewährt haben. Ja, daneben haben wir noch einen Forschungs- und Entwicklungsbereich. Da führen wir vor allem Forschungs- und Entwicklungsprojekte durch im Auftrag von Ministerien. Ein Kennzahlprojekt ist dabei, da gehe ich am Ende noch mal ganz kurz drauf ein. Ja, so viel zu uns. Ein paar Abbildungen werden Sie jetzt zweimal sehen, ist auch durchaus so beabsichtigt, einfach damit Sie dann meine Stimme auch noch mal ein bisschen dazu hören, was ich dazu dann so aus der Beraterperspektive zu sagen habe. Also die ISO 50001, das hat der Kollege schon gesagt, ist 2018 in einer Revision herausgekommen. Das hier ist der für Sie entscheidende Text erstmal. Das hier ist nämlich eine Norm, das ist ein normativer Text. Man kann so ein bisschen so die Parallele schlagen zur Gesetzgebung, da gibt es ja auch Gesetze. Und das wäre quasi sowas wie ein Gesetzestext. So, jetzt ist die ISO 50001, will man die jetzt aber auch nicht so total überborden und da alle möglichen Seitenthemen damit abdecken. Deswegen hat man gesagt, wir veröffentlichen da noch ein paar Leitfäden dazu. Zum Beispiel die ISO 50006, die geht dann eben auf diese Messung und Verifizierungsmethoden ein. 50015, auf die ich jetzt nicht so wahnsinnig eingehe, die wirklich spannende Norm hier an der Stelle ist die ISO 50006. Man kann sich das so ein bisschen als Kommentar vorstellen. Also wenn die ISO 50001 jetzt ein Gesetz wäre, dann wäre die ISO 50006 so ein Gesetzeskommentar. Also der interpretiert Dinge, die da in dieser ISO 50001 drinstehen. Ja, Sie sehen schon, die ISO 50006 ist schon ein bisschen früher auf deutscher Sprache erschienen. Die neue 50001 dann eher später, es sind doch einige Teile direkt rübergewandert. Genau, zentrale Normenbegriffe. Ich habe mal so ein paar Begriffe rausgenommen, die hier in dieser Norm auftreten und auch manchmal ein bisschen für Verwirrung sorgen von der Begrifflichkeit her, Verbesserung der energiebezogenen Leistung. Was heißt das überhaupt? Bei einer Leistung denke ich erstmal so an so eine neue elektrische Leistung oder sowas, eine Kilowatt oder sowas. Damit ist einfach gemeint die Verbesserung im Vergleich zu einer energetischen Ausgangsbasis, mit der man sich vergleicht. Also Sie haben eine energetische Ausgangsbasis, da haben Sie vielleicht mal Ziele definiert, ich will mich hier um 5% verbessern und so weiter, dann markiert das eben so diese Verbesserungsabsicht. Genau, das ist das eine. Das kann auf den Energieverbrauch zum Beispiel bezogen sein. Das zweite ist dieser Begriff energetische Ausgangsbasis. Wieder, was ist das denn überhaupt? Naja, das ist eben ein quantitativer Referenzpunkt. Der repräsentiert mir quasi mein System, meine Anlage, so wie sie beschaffen war, bevor ich hier Maßnahmen umgesetzt habe, so wie sie in diesem Zeitraum beschaffen war, auf die sich dann diese Energieziele beziehen. Genau. Eine Energiekennzahl, das ist einfach nur ein Wert,
Im Prinzip so diese Visualisierungsform. Also Sie haben ja die Möglichkeit, mehrere Visualisierungsformen zu nehmen. Das kann ganz normal der Energieverbrauch sein. Sie können es auch als Effizienz ausdrücken oder auch als Intensität. Also genau. Ja. So, wie läuft das Ganze ab? Ich habe das mal so ein bisschen an diesem Plan-Do-Check-Act-Cycle nochmal aufgezogen. Am Anfang, als allererster Schritt, muss man sich eben erstmal solche wesentlichen Energieverbrauchsbereiche definieren. Und das ist ein ganz entscheidender Begriff für Sie. Diese wesentlichen Energieverbrauchsbereiche sind eben jetzt diese Ebene, auf die das Monitoring stattfindet. Früher so aus der ISO 50001-2011er Denke hat man so gesagt, na gut, wir nehmen halt für das ganze Unternehmen her, was haben wir denn so als Endenergieverbrauch? Das teilen wir dann durch irgendwelche Gesamttonnen, ganz egal, was das nun ist, und vergleichen das eben so über die Zeit. Und hier ist jetzt eben Umdenken. Die Norm geht hier jetzt auf die Systemebene. Also dieser Nachweis der Verbesserung erfolgt nicht mehr auf der gesamten Unternehmensebene, sondern auf der Ebene von wichtigen Anlagentechniken, die Sie da stehen haben. Ganz wichtig, auch der Hinweis, den der Kollege schon gesagt hat, Kriterien dafür, was diese wesentlichen Energieverbrauchsbereiche sind, das legen Sie als Unternehmen selber fest. Das heißt, Sie müssen jetzt nicht alle Anlagen, die Sie in Ihrem Unternehmen stehen haben, jetzt nach einer detaillierten Kennzahlmethodik und abbilden, da werden Sie nur noch mit Baseline-Bildung beschäftigt. Sie sollen ja auch Maßnahmen umsetzen, ne? Also das ist ja der eigentliche Zweck auch von so einem Energiemanagementsystem. Und das ist eine Stellschraube. Wenn Sie jetzt vielleicht aus der Vergangenheit sich ganz viele wesentliche Energieverbrauchsbereiche definiert haben, weil dieser Begriff, der tauchte vorher auch schon mal auf, und man hatte jetzt vielleicht mal so 100, dann hat man ein Problem. Deswegen der Tipp Nummer 1 an Sie an dieser Stelle, nehmen Sie sich nicht zu viel vor. Nehmen Sie sich wesentliche Bereiche raus, wesentliche Anlagentechniken, eine Kältestation, die groß ist oder sowas, wo Sie sich auch wirklich dafür interessieren, mehr über diese Anlagentechnik zu erfahren. Dann können Sie das Ganze auch als Chance nutzen, auch für Betriebssicherheit sicherzustellen und solche Geschichten. Also nicht zu viel vornehmen, lieber Schritt für Schritt vorgehen, nicht zu viel auf den Karren laden, dann ist das Ganze auch durchaus leistbar und auch sinnvoll. Der zweite Begriff, in Abhängigkeit relevanter Variablen. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Das überspringe ich mal so ein bisschen. Man macht eben hier seine Baseline, führt dann das Monitoring durch, überprüft dann auch regelmäßig, ist diese Baseline denn überhaupt noch geeignet und passt man die vielleicht an. Genau, ja, diese Normenbegriffe, in der Praxis tun wir uns manchmal ein bisschen schwer damit. Das ist jetzt mal so unsere eigene Interpretation dieser Normenbegriffe. Auf die bezieht sich auch die Kennzahlmethodik, die im Auftrag des Umweltministeriums erarbeitet worden ist. Und ich interpretiere diese Begriffe jetzt einfach mal so ein bisschen in die betriebliche Sprache. Was sind also diese Bereiche mit wesentlichem Energieeinsatz? Das sind eigentlich Systeme, ne? Systeme, Prozesse, Anlagen, Gebäudetechniken, bei denen sich so ein Monitoring halt energetisch für Sie lohnt und auch wirtschaftlich lohnt. So eine ISO-Norm ist ja keine Gängelung. Das soll für Sie eine Unterstützung sein, sich dem Thema Energiemanagement professionell anzunehmen. Also es bringt mir jetzt nichts, wenn ich jetzt 100 solche wesentlichen Energieverbrauchsbereiche definiere und vielleicht interessiere ich mich nur für 10 oder 20 von denen wirklich, dann würde dieses Managementsystem nicht zu Ihren eigenen betrieblichen Anforderungen passen. Das heißt, definieren Sie sich wesentliche Energieverbrauchsbereiche so, wie das für Sie sinnvoll ist. Klar ist es jetzt wahrscheinlich ein Problem, wenn Sie sagen, naja gut, mein einziger wesentlicher Energieverbrauchsbereich ist hier irgendeine Lampe, die irgendwo hängt. Da gäbe es wahrscheinlich ein Problem. Im Endeffekt wird es im Dialog, denke ich mal, auch mit der Zertifizierung passieren, dass man da zu einer sinnvollen Eingrenzung kommt. Genau, ja, genau. Energieverbrauch, ja, da denkt man zuerst an Gas, Öl, Strom und solche Sachen, ist es natürlich auch oft, aber manchmal sind diese wesentlichen Energieverbrauchsbereiche auch ein bisschen an späterer Stelle im Fertigungsprozess angesiedelt. Sie haben manche Verbraucher, die verbrauchen auch Dampf oder sowas, ne? Also irgendwelche Lebensmittelreinigungsanlagen oder sowas, oder wenn Backprozesse im Spiel sind, wird häufig zum Beispiel Dampf verbraucht. Es gibt andere Verbraucher, die verbrauchen Druckluft. Das gilt also auch als Energieaufwand, können auch durchaus relevante Energieverbrauchsbereiche dann sein. So, jetzt aber, was sind denn diese relevanten Variablen überhaupt? Ja, da kann man zwei Worte rauslesen. Das eine ist relevant, das andere ist Variable. Wir haben es also mit keinen Konstanten zu tun, sondern mit Dingen, die schwanken, routinemäßig schwanken. Es gibt einen bestimmten Wertebereich, da schwanken die so von oben nach unten. Und die kann man so in zwei Gruppen eigentlich einsortieren. Das eine ist der Nutzen. Also
Sie sehen ja oben diese Abbildung System, das kann alles Mögliche sein. Das kann eine Kältestation sein, kann eine Druckluftstation sein, irgendeine Fertigungslinie. Und die stehen da ja nicht zum Spaß da. Also die Anlagen, die stehen da ja nicht, weil die so schön aussehen, sondern sie wollen etwas von dieser Anlage haben. Wir nennen das Nutzen. Das kann bei einer Kältestation, wäre das zum Beispiel Kälte, bei einer Druckluftstation Druckluft in einer gewissen Güteklasse, kann alles Mögliche sein. Und als Aufwand ist das dann eben, was da an Energie reinfließt. So, und jetzt ist es halt so. Diesen Aufwand, den so ein System verursacht, also dieser Energieverbrauch, der kann ja auch durchaus aus begründeter Weise auch mal steigen, nämlich wenn diese Anlage einfach mal mehr produziert. Klar. So, jetzt ist es auch so, dass dieser Aufwand nicht immer nur von dieser Produktionsmenge, von diesem Nutzen abhängt, sondern dass es weitere sehr wesentliche Einflussgrößen gibt, die diesen Aufwand beeinflussen. Und für die können Sie auch gar nichts. Ein Beispiel ist, naja, Sie haben eine Kälteanlage und mit der erzeugen Sie Kälte. Dann hängt natürlich dieser Energieaufwand maßgeblich von der Kälteerzeugung ab. Aber eben auch von der Außentemperatur. Und da wir ja keine Wettergötter sind und das Wetter so basteln können, wie es uns gerade in den Kram passt, müssen wir das rausbereinigen. Das wäre unfair, wenn wir jetzt sagen würden, oh, meine energiebezogene Leistung, die hat sich verbessert, aber es war draußen ja wärmer als sonst. Das würde ja keinen Sinn machen. Also diese Sachen wollen wir rausbereinigen. Witterung ist ein ganz typisches Beispiel. Hier, um das mal zu veranschaulichen, wie stark sowas tatsächlich einschlagen kann, habe ich hier mal ein Beispiel von einer Kälteanlage beigefügt. Das ist so eine magnetgelagerte Kältekompressor, kann relativ hohe Effizienzen erreichen. Und da sehen wir eben zwei Achsen. Nach unten, das ist die Kälteleistung, die da produziert wird. Und auf der anderen Achse ist die Außentemperatur. Sie sehen da eine Fläche. In diesen Flächen stehen Zahlen. Diese Zahlen sind die sogenannten COPS, also die Coefficient of Performance, also diese Effizienz dieser Kälteerzeugung. Wie viel Kilowattstunden Kälte hole ich denn hier aus einer Kilowattstunde elektrischer Energie raus? Und da sehen Sie, dass es bei dieser Kälteanlage, also bei dieser speziellen hier so ist, dass sie ihre höchste Effizienz, die erzielt, die wird in einem geringeren Leistungsbereich erzielt, also so im unteren Leistungsbereich. Und besonders dann, wenn es draußen auch kalt ist. So, Sie sehen aber in diesem unteren Leistungsbereich, das schwankt da auch schon zwischen 8 und 11 oder sowas, und zwar in Abhängigkeit dieser Außentemperatur. Wenn ich jetzt hergehe und allein die Kälteenergie heranziehe und sage, das ist meine einzige Variable und da mache ich jetzt vielleicht noch Frühwarnsysteme dran oder Effizienzüberwachung, dann klappt das halt nicht, weil eben diese Außentemperatur auch so stark mit reinspielt. Also wir haben mehrere Größen, die wir da jetzt berücksichtigen. So aus der alten Welt kennen wir ja immer dieses Verhältnis, was habe ich verbraucht, was habe ich produziert. Jetzt kommen eben auch noch ein paar weitere Sachen dazu. Und ein faires Monitoring muss es natürlich berücksichtigen. Also Sie können ja nichts dafür, wenn es draußen wärmer ist. Ne? Da will man auch noch ein paar mehr Sachen bereinigen. Wichtig, wie gesagt, nochmal, nicht zu viel vornehmen, die Sachen wirklich eingrenzen auf die Anlagen, die Sie wirklich interessieren. So, was sind denn Beispiele für diese Nutzen- und externen Einflussgrößen? Hat der Kollege auch schon was gesagt. Naja, das Wichtigste ist meistens schon diese Produktionsmenge, das, was da sinnvoll ist, aus einer Anlage herauskommt. Außentemperaturen, ganz typisch bei allen Prozessen eigentlich, die so mit thermisch arbeiten. Manchmal haben sie auch verschiedene Produkte, die sie produzieren. Ne? Manchmal haben sie eine Anlage, die macht Produkt A, Produkt B, irgendeine PET-Flaschenanlage, die hier aus so petroligen Pfandflaschen aufpustet, verschiedene Größenklassen oder sowas. Luftfeuchten, kann alles Mögliche sein. So, und diese Grafik, die ich Ihnen jetzt zeige, davor brauchen Sie sich auch nicht zu erschrecken. Ich führe da einmal systematisch durch. Anhand dieser Grafik kann man nämlich eigentlich diese gesamte Logik ablesen. Die gesamte Logik dieser Bereinigungsverfahren. Wie bilde ich eine Baseline? Wie gehe ich dann im Monitoring vor? Sie sehen hier links einen Referenzzeitraum. Da haben Sie zwei Bereiche. Das eine ist der Energieaufwand. Sagen wir mal, das ist Strom bei einer Kälteanlage. Und unten haben Sie nochmal so einen Bereich, das ist die relevanten Variablen, also hier dieser Nutzen, der da erzeugt wird, die Produktionsmittelmenge Kälte und dann noch externe Einflussgrößen bei einer Kälteanlage, zum Beispiel die Außentemperatur. Was macht man da jetzt? Naja, im Endeffekt sammeln Sie erstmal Daten. Sie sammeln Daten über einen Referenzzeitraum, mit dem Sie sich vergleichen möchten zukünftig. Also Sie haben vielleicht Energieziele, sagen Sie, wollen dann besser werden. Dieser Referenzzeitraum markiert diesen Zeitraum, mit dem Sie sich vergleichen möchten. Das Ganze packen Sie, hat man da quasi einen großen Datenhaufen, wenn man es so nennen möchte. Und was versucht man dann? Naja, dann versucht man
funktional zu erklären, wie hängt denn hier dieser Energieaufwand ab von dieser Produktionsmenge und von diesen, also von diesen Nutzen und von diesen externen Einflussgrößen. Wie macht man das? Dafür nutzt man Statistik, also statistische Modelle für die Baseline-Bildung. Ist erstmal ein komplizierter Begriff, ist gar nicht so dramatisch. Auf die Methoden selber kann ich da jetzt nicht eingehen in Anbetracht der Zeit. Aber aus der Analyse heraus erhalten Sie quasi eine Funktion, die ist hier mal unten so dargestellt. Also Energieverbrauch ist da offenbar eine Funktion über diese Produktionsmengen, über den Nutzen und diese externen Einflussgrößen. Die kann ganz unterschiedlich aussehen. Am Ende repräsentiert diese Funktion aber, wie hängt denn im Referenzzeitraum der Energieverbrauch von diesen relevanten Variablen ab. So, dafür, genau, das Ganze ist hier nochmal dargestellt. Also wir ermitteln ein Modell, das uns erklärt, von was hängt dieser Energieverbrauch hier ab. Das Ganze wird dann nochmal geprüft. Da gibt es verschiedene statistische Prüfverfahren, ob dieses Modell dann auch was taugt, ob das auch wirklich treffend erklärend ist. Wenn man das hat, dann kann man sagen, gut, dieses Modell, das ist jetzt meine Baseline-Funktion, mit der möchte ich mich in Zukunft vergleichen. Und da sind wir dann auch beim dritten Schritt im Berichtszeitraum. Jetzt packen wir nämlich diese Funktion, die wir da unten rausbekommen, in den Rucksack rein und gehen damit ins Monitoring. Und was machen wir da? Naja, wir haben hier rechts unseren Berichtszeitraum und haben hier aktuelle Werte gemessen für diese Nutzen und externen Einflussgrößen. Aktuelle Kältemengen, die wir produziert haben, aktuelle Außentemperaturen, die aufgetreten sind, die können wir jetzt in dieses Modell einsetzen. Und klar, ist dann ja alles da drin geregelt in diesem Modell und dann kriegen wir einen Energieverbrauch raus. Und der sagt uns eben, was hätte denn mein System im Berichtszeitraum verbraucht, bei den aktuellen Nutzen und Einflussgrößen im Berichtszeitraum, wenn ich da jetzt keine Energieeffizienzmaßnahmen durchgeführt hätte, wenn die Abhängigkeiten genauso wären wie im Referenzzeitraum. Das sehen Sie oben an dieser gestrichelten Linie und dem stellen Sie dann eben gegenüber, was habe ich denn wirklich verbraucht. In der Zwischenzeit haben Sie da vielleicht Verdampfungstemperaturen optimiert oder irgendwelche anderen Maßnahmen durchgeführt. Diese Differenz zwischen diesem erwarteten Verbrauch gemäß der Baseline und diesen aktuellen Messwerten, das ist dann eben Ihre Energieeinsparung. Das ist so diese Logik der ISO 50006 und auch die Logik der Kennzahlmethodik an dieser Stelle. Genau. Ja, das Ganze ist jetzt natürlich ein bisschen schnell in Anbetracht der Zeit. Da gibt es aber sehr gute Weiterbildungsangebote, zum Beispiel bei den Kollegen von Gutzert. Da muss man sich schon einfach mal 2 Tage Zeit nehmen und sich das mal angucken. Dann kriegt man das Ganze auch relativ einfach gelöst. So, nochmal kurz ein bisschen visualisiert. Wie funktioniert das hier? Naja, wir haben eben eine Datenmenge in diesem Referenzzeitraum. Wir gucken quasi mit der Lupe drauf. Das soll jetzt mal so diese statistische Analyse verdeutlichen und wir kriegen dann die mathematischen Zusammenhänge raus. Es gibt auch durchaus Software im Bereich Energiecontrolling, die diese ganzen Funktionalitäten hat und die diese Bereinigung durchführen kann, die Modelle erstellen kann. Hier ist mal ein Beispiel genannt. Genau. Ja, wenn ich das jetzt habe, was passiert dann? Dann gehe ich eben ins Monitoring. Ich habe mir hier mal ein Beispiel rausgegriffen von der Optimierung einer Kälteanlage. Da ist diese ganze statistische Analyse passiert und wir haben im Prinzip jetzt plötzlich 2 Linien. Also wir haben jetzt nicht nur eine Linie, die mir irgendwie sagt, wie groß ist denn hier mein Energieverbrauch, sondern 2. Diese schwarze Linie, die Sie da unten sehen, ist, das ist der tatsächlich gemessene Energieaufwand. Sie sehen, da entstehen so grüne Flächen. Also im Dezember ist da offenbar irgendwas passiert an dieser Anlage. Da ist eine Energieeffizienzmaßnahme umgesetzt worden. Da wurden Verdampfungstemperaturen angepasst, Regelungstechnik optimiert und das hat dann eben auch Effekte gehabt. Oben dieser hellgrüne Bereich mit dieser kleinen weißen Linie drin, das ist eben so dieses Modell. Das sagt mir, was hätte denn meine Kälteanlage bei aktuellen Bedingungen verbraucht, wenn ich da nichts umgesetzt hätte, wenn ich durch die Temperaturen, Verdampfungstemperaturen so gelassen hätte, regelungstechnisch nichts gemacht hätte, was hätte ich denn da verbraucht? Diese grüne Fläche sind dann quasi die Einsparungen. In der unteren Kurve haben Sie die nochmal summiert. Da sehen Sie dann immer, was ist denn insgesamt eingespart worden jetzt in diesem Monitoring-Zeitraum. Das ist eine Möglichkeit, das zu visualisieren. Das kann man mit professioneller Energieeffizienz-Controlling-Software machen. Die ersten Gehversuche kriegt man auch mit Excel hin, weil das Excel hat auch eine Datenanalyse-Funktionalität. Genau. Ja, dazu vielleicht noch ein paar Worte. Das kann man auch noch auf ein paar andere sehr interessante Anwendungsbeispiele übertragen. Also es geht eigentlich nicht nur um diese Normerfüllung, ich will es nachweisen, besser geworden zu sein. Sie können das Ganze auch für ganz andere Zwecke nutzen, zum Beispiel für Effizienzüberwachung oder Gewährleistung Betriebssicherheit.
Wenn Sie jetzt nach der Maßnahmenumsetzung eine Zeit lang warten und sich dann nochmal so ein Modell erstellen, dann können Sie so eine dynamische Grenzwertüberwachung machen. Also Sie können erkennen, läuft meine Anlage denn gerade so effizient, wie sie kann, wie ich sie erwarten würde, oder reißt da irgendwas total aus? Da gibt es verschiedene Beispiele, wenn irgendwelche Ventile offen sind oder irgendwas an der Anlage passiert, ist vielleicht auch im Zuge einer Wartung, dann verändert sich das gerne mal. Da reißt das mal gerne mal wieder nach oben aus und dann bleiben diese Energieeffizienzverbesserungen mal nicht erhalten. Mit dieser Herangehensweise ist es eben möglich, sowas ganz schnell zu erkennen und sich dann auch direkt warnen zu lassen. Also gerade wenn diese Energieverbrauchsabweichungen dann auch noch vielleicht Vorboten sind für irgendeinen Anlagenverschleiß, den man sonst nicht erkennen würde, dann kann sowas ja auch mal zu einem Betriebsausfall führen. Und dann ist das ist dann richtig teuer. Und deswegen, man kann am Energieverbrauch, das ist ja quasi so der Puls der Anlage auch, da kann man auch gucken, geht es der Anlage gut oder nicht. Da kann man ja ungeplante Betriebsausfälle auch vermeiden und sich rechtzeitig warnen lassen. Die Botschaft da soll jetzt sein, es ist eben keine reine Gängelung jetzt von der Normung, sondern es sind wirklich Methoden, die Sie da auch weiterbringen als Unternehmen. Nochmal am Ende, weil es mir so wichtig ist, dieser Tipp, nehmen Sie es nicht zu viel vor. Nehmen Sie erstmal die Anlagen, die Sie wirklich interessieren. Genau. Das war es auch schon von meiner Seite. Ein kurzer Hinweis noch auf ein aktuell laufendes Projekt, wo wir diese Methoden nochmal genauer vorstellen. Da sind auch Praxispartner dabei und Praxisbeispiele kommen da hinzu. Ich habe den Download-Link da jetzt mal angezeigt. Der Auftraggeber hat uns da freundlicherweise gestattet, auch die Arbeitsstände schon bereits zu veröffentlichen. Die werden jetzt im Zuge des Projekts noch weiter ausgeweitet. Am 20. Mai ist dabei übrigens eine große Abschlussveranstaltung bei den Berliner Energietagen. Da sehen Sie das auch nochmal in der Praxis. Genau, ja, an der Stelle vielen Dank. Ich bin gespannt auf Ihre Fragen. Meine Kontaktinformationen sehen Sie ja hier. Wunderbar, vielen Dank, Herr Rathjen. Kommen Sie wieder an den Tisch, alle Mann. Ja. Wir haben durchaus ein paar Fragen bekommen. Wir fangen an mit der Zertifizierungsseite, beziehungsweise erstmal der grundsätzlichen Einordnung der Norm nochmal. Und zwar, ich will nicht sagen, da so ein bisschen Unklarheit herrscht oder dass Unklarheit herrscht, aber es stehen schon noch so ein paar Fragen im Raum, jetzt auch aktuell im Chat, zu der Frage, wie wird das Ganze jetzt eigentlich umgesetzt? Also die Einführung, Hinführung auf die ISO 50001-2018. Wenn ich bereits ein zertifiziertes System besitze, wie funktioniert das jetzt mit diesen Übergangsfristen, die DAX sich ja da gesetzt hat oder die da DAX gesetzt hat? Für Überwachungsaudits und so weiter und so fort. Können Sie es nochmal ganz kurz erläutern, nochmal so ein bisschen einordnen und dann vielleicht in dem Kontext auch schon mal sagen, wenn ich bereits ein zertifiziertes System besitze, was sind so die 4-5 Schritte, die ich unternehmen muss, wenn ich mich jetzt mit dieser Frage auseinandersetze, perspektivisch kommt es ja ohnehin auf mich zu, die ISO umzustellen auf die neue Version. Ja, genau. Die wesentlichen Datenübergangsfristen, die hatten wir ja also auch auf der Folie genannt. Hier, wie gesagt, diese Halbwertszeit, die ist zu beachten. Also, dass ich natürlich, was die Auditierung anbelangt, natürlich dieses Datum drin habe, dass ich also wir können ja noch mal gerade auf die Daten drauf gucken, dass wir hier noch mal die Folie dann dazu einblenden, dass wir natürlich entsprechend also Audits nach der 59001 dann, jetzt kommt gleich noch mal die Folie dazu, mit der Zwischenzeit natürlich also auch vornehmen müssen. Wir haben ganz klar die 3 Jahre Befristung, also der Zertifikate. Das wäre wirklich das Ultimum. Bis dahin ist es durchzuführen, aber bis zum 21.02.2020, da ist natürlich dann also auch die Auditierung, dass wir als akkreditierte Zertifizierungsgesellschaften gezwungen sind, also wirklich nur noch nach den neuen Checklisten, nach den neuen Anforderungen dann hier eine Auditierung durchzuführen. Das Ganze haben wir also auch nochmal in den Folien drin, kann sowohl im Überprüfungsaudit als auch in der Zertifizierungs-Rezertifizierung kann das passieren. Wenn Sie, wie gesagt, in die Überprüfung reingehen, dann ist es natürlich, weil ein Überprüfungsaudit ja von dem Zeitaufwand geringer veranschlagt wird, ist hier also diese 20% Aufschlag mindestens und mindestens 0,5 Tage und im Rahmen der Rezertifizierung sind es halt die 10%, die hier dann also auch zu veranschlagen sind als Zeit. So, man muss keine Angst davor haben, also die wesentlichen Anforderungen hatten wir also auch dargestellt. Es ist eigentlich mehr Klarheit reingekommen, das haben wir also auch versucht darzustellen.
Wir haben, was die Analyse anbelangt, also mit dieser Konzentration, die der Georg Ratjen ja auch nochmal vorhin verdeutlicht hat, also auf die wesentlichen Energieverbrauchsbereiche. Und das war da natürlich, das haben wir vorher auch schon gemacht, gucken, was tangiert eigentlich diese Anlagen, diese Prozesse, um natürlich also auch wirklich eine Verbesserung auch nachweisen zu können. Weil ich investiere ja dort als Unternehmen in Energieeffizienzmaßnahmen. Ich möchte natürlich auch nachher wirklich sehen, also auch zumindest die Leitungsebene, Entscheidungsebene möchte natürlich sehen, was ist denn wirklich tatsächlich dabei rumgekommen, eine Wirksamkeitskontrolle hier also auch wirklich zu führen und dann also auch, was den Energieeffizienznachweis über die Kennzahl natürlich also auch hier eine Normalisierung oder Bereinigung, so sagt man ja auch, die dann entsprechend hier auch beigeführt wird. Durch die Stakeholder-Analyse, also die Kontextanalyse, das ist hier eigentlich die wesentliche Neuerung, dass ich also meinen Anwendungskreis hier erweitert habe, immer mit der Chance, energiebezogene Leistungsverbesserung auch herbeizuführen und natürlich gucke, nicht nur jetzt betriebsintern meine Grenzen sehe von meinem Standort, sondern alles, was Fremdfirmen sind, was NGOs anbelangt, was Vertragspartner, also auch Verträge anbelangt, dass ich da natürlich mal analysiere, was kann mir eigentlich hier eine Chance zur Verbesserung auch bieten. So, und wenn man das macht und wirklich da auch was rauskristallisiert, dann kann das also auch Risiken mindern, wenn ich beispielsweise auch bestimmte Energieträger, wir haben es jetzt ja auch bei der Braunkohle gesehen, die dann also auch auslaufen, politisch irgendwo natürlich dann ins negative Licht auch teilweise rücken, bezüglich CO2 beispielsweise auch höherer Emissionsfaktor, dann habe ich natürlich auch die Chancen, sowas rechtzeitig auch zu erkennen, solche Tendenzen natürlich also auch mit einzubeziehen. Also die Stakeholder-Analyse, wenn ich das so höre, stellt schon nochmal ganz neue Anforderungen an den Beteiligtenkreis. Genau. Und da ist durchaus die Frage auch aufgekommen, ist das überhaupt von einem Energiebeauftragten eines Unternehmens oder einem kleinen Energieteam zu leisten, beziehungsweise wo muss ich eigentlich die Grenzen setzen? Ja. Gibt es da irgendwelche Hilfsmittel, irgendwas, woran ich mich orientieren kann? Wie nähere ich mich eigentlich dieser Frage? Ja. Weil wenn ich sage, interessierte Kreise zu meinem Unternehmen, das kann ich natürlich sehr weit fassen. Genau, also es ist die Konzentration wirklich hier nach der Norm, dass ich also in Bezug auf die Leistungsverbesserung, also darauf sollte ich mich konzentrieren und natürlich Minimierung von Risiken. Ne? So, das Ganze kommt auch aus dem Bereich der Nachhaltigkeit. Im Studium, wir haben Uni Lüneburg, durften wir damals, hatten wir also auch Stakeholder Value den Begriff schon damals eingeführt, den Figge damals also auch geprägt hatte, Professor Figge. Und man führt das im Bereich der Nachhaltigkeit schon seit geraumer Zeit, dass man natürlich guckt, was tangiert mich, was habe ich mit einzubeziehen. So ist das auch in Nachhaltigkeitsberichten beispielsweise von Unternehmen zu führen. Da kann man also auch durchaus mal gucken, da gibt es also auch gute Beispiele. Klar, das ist für ein Energieteam ist das ein Anspruch, weil das häufig sehr technisch geprägt ist, das Ganze. Man muss sich da vielleicht auch in Workshops dran arbeiten. Das ist auch so, dass man eventuell eine Basis hat und dann also in Zukunft gegebenenfalls weiter das auch erweitert, auch mit Anreiz auch durch die Zertifizierung. Also wir geben da auch Impulse aus der Praxiserfahrung, auch aus dem Umweltmanagement und auch aus dem Nachhaltigkeitsmanagement. Gut, dann jetzt eine Frage, die an Sie beide geht. Ich würde dennoch erst mit Herrn Ratjen beginnen und dann würde ich gerne hören, ob die Zertifizierung das ähnlich sieht. Ja. Nämlich, wenn ich jetzt die Umstellung habe von im Rahmen des Managementsystems auf die neue ISO 50.021:18, kann ich mich dann bei der Betrachtung der energetischen Ausgangsbasis und so weiter und so fort an den Tabellen der in den großen Energieverbraucher orientieren? Kann ich die Grundlagen nutzen? Beziehungsweise, wie eng ist der Raum für Neuinterpretation aus Ihrer Sicht? Wenn ich die energetische Ausgangsbasis betrachte und definieren möchte für die energieverbrauchsrelevanten Prozesse. Also man hat ja schon grundsätzlich diese Umdenke häufig von der Ebene der Gesamtorganisation jetzt hin zu diesen einzelnen Systemen zu gehen. Klar, in der ISO 50.001 aus der energetischen Bewertung haben Sie vielleicht rausgefunden, diese und jene Anlagen, da habe ich besonderes Verbesserungspotenzial oder diese und jene Anlagen haben besonders hohen Anteil am Energieverbrauch. Dann
wenn Sie das jetzt als relevante Verbrauchsbereiche definieren, dann müssen Sie auch für diese einzelnen Verbrauchsbereiche jeweils energetische Ausgangsbasen entwickeln. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, ich nehme die Baseline für das gesamte Unternehmen, die ich vielleicht mal hatte, und führe die direkt weiter. Das würde jetzt so nicht funktionieren. Was Sie machen können, ist, dass Sie diese, Sie können natürlich auch Daten sammeln zum Gesamtunternehmen, Produktionsmengen und so weiter und das dann schauen, ob das statistisch das schon hergibt, dass das dann eine aussagekräftige Baseline ist, ist meistens nicht der Fall. Also normalerweise würde ich sagen, es sind schon neue Definitionen von energetischen Ausgangsbasen in der Regel erforderlich und eben auf Ebene der wesentlichen Energieverbrauchsbereiche. Genau, sind wir d'accord. Übergeordnete Kennzahl top-down, das ist ganz schwierig. Das müssten sehr homogene Prozesse, sehr homogene Produkte auch sein. Ist in der Regel fast nicht machbar. Natürlich wird es diese Kennzahlen auch geben, rein informativ. Und hier hat man gesehen, dass man also wirklich auf diese Verbraucherebene gehen muss und teilweise da auch nochmal wirklich unterteilen muss. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine komplette Energieerzeugungsanlage als SEU definiere, kann das auch nicht zielführend sein. Oder ich habe einen Ofen in der Ziegelindustrie. Ich habe dort ganz verschiedene Materialien, die dort gebrannt werden, die dort reinkommen. Dann kann es vielleicht sogar sinnvoll sein, weil ich das gar nicht normieren kann, dass ich dann also gegebenenfalls also auch mich auf die Brenner konzentriere von den Öfen. Also man muss immer gucken, dass man sich dort sinnvolle Bereiche raussucht. Wesentliches Ziel ist natürlich also auch Verbraucher mit hohem Einsparpotenzial, also dass es wirtschaftlich natürlich auch Sinn macht, rauszukristallisieren. Gut, in dem Zusammenhang, Sie hatten es selbst angesprochen und das geht jetzt auch dann oder zahlt mit auf die Aussagen ein, die Sie gerade getätigt haben. Was ist jetzt eigentlich genau der Unterschied zwischen fortlaufender und kontinuierlicher Verbesserung? Das ist eine schwierige Frage. Da hat also hat das DIN-Gremium hat sich also auch schon dazu geäußert. Da gibt es also auch ein Papier. Man hatte früher den Begriff kontinuierliche Verbesserung, was so ein bisschen Suggestion war. Ich habe also wirklich eine Verbesserung, die kontinuierlich, also wirklich stetig, sich fortsetzt. Also wirklich jedes Jahr. Eine Verbesserung auch herbeizuführen. Und man hat also auch im Rahmen der Harmonisierung, also auch mit dem Bereich Umweltmanagement, hat man sich festgelegt auf den Begriff fortlaufend. Der ist also so auch in der 50.003 schon zu finden. Und dieses fortlaufend, das steht also auch in der 50.003 drin, kann also auch ein Zeitraum sein mit Unterbrechung. Also ich bin dort nicht in der Zwangslage, dass ich also wirklich zwanghaft wirklich jedes Jahr irgendwo Umsetzungen habe, die vielleicht gar nicht auch wirtschaftlich sind, sondern es kann also auch mal ein größeres Projekt sein, eine größere Anlage, die ich also stückchenweise auch ein Projekt, was sich über mehrere Jahre zieht, was ich verbessere und wo ich dann also vielleicht auch in gewissen Jahren in der Bauphase dann durchaus also auch mal negative Auswirkungen habe, was jetzt die Energieeffizienz anbelangt. So ist das Leben, so ist die Wirtschaft und das hat man auch versucht, auch in der Normenwelt mit der Praxiserfahrung aus der Wirtschaft auch wiederzuspiegeln. Dieser Abgleich mit der Praxis ist ja durchaus spannend, muss ich sagen, also ist, glaube ich, auch notwendig. Dennoch stellt es die Unternehmen ja weiterhin vor große Herausforderungen, diese Prozesse zu definieren, die man betrachten möchte. Gibt es irgendwelche Kenngrößen, an denen man sich orientieren kann, Prozentzahlen am Gesamtenergieverbrauch, an denen man festmachen kann, welche Prozesse ich mir eigentlich anschauen muss, um auf der sicheren Seite zu sein im Rahmen der Zertifizierung. Gibt es da irgendwelche Orientierungsgrößen? Und auch in dem Kontext vielleicht nochmal, weil die Frage auch immer wieder kommt, welche Einflussgrößen sind eigentlich in welcher Form zu berücksichtigen und vor allem, wie kann ich sicherstellen, dass mir diese Einflussgrößen nicht die Kennzahl am Ende kaputt hauen, nur weil ich zwischen dem Referenzzeitraum und dem Berichtszeitraum starke Unterschiede in der Produktion oder Anlagenauslastung oder ähnlichem habe. Ja, also ich gehe erstmal auf die erste Frage ein. Vielen Dank. Das ist eine ganz spannende Frage. Dieser Prozentanteil, ab wann ist denn ein wesentlicher Energieverbraucher? Es gibt auch noch eine andere damit zusammenhängende Fragestellung, die ich da jetzt auch mit reinnehmen möchte. Gerne. Nämlich, wie viel Prozent des Energieverbrauchs des Unternehmens muss ich denn mit relevanten Energieverbrauchsbereichen unterlegen. So, da hört man immer mal wieder ein paar Zahlen.
Bei der zweiteren Frage, wie viel Prozent muss ich denn insgesamt abdecken, höre ich ab und zu mal 90%. Mhm. So, ist die Frage, wo kommen das denn... Das kenne ich auch, ja. Genau, wo kommen denn diese 90% eigentlich her? In der ISO-Normung werden Sie diese Zahlen nicht finden, da ist dazu nämlich gar nichts genannt. Wo kommt diese Zahl denn dann her? Naja, wir haben in Deutschland eben eine Vermischung, aus, also eine Verzahnung zwischen dem Ordnungsrecht, ne, Energiedienstleistungsgesetz auf der einen Seite und eben der ISO 50001 auch auf der anderen Seite. Und im Energiedienstleistungsgesetz steht eben drin, dass man eben 90% des Verbrauchs da erfassen muss. Das hat aber nichts mit dem Begriff der wesentlichen Energieverbrauchsbereiche in der ISO-Welt zu tun. Genau. Diese Verwirrung kommt so ein bisschen aus der Verquickung hier des Ordnungsrechts mit den Managementsystemen. Also Sie müssen jetzt also nicht irgendwie 90% Ihres gesamten Energieverbrauchs da so nach statistischen Methoden aufdröseln. Das muss nicht sein. So. Was ist denn jetzt diese Schwelle? Ab wann ist denn eine Maschine oder ein Energieverbrauch, ab wann ist das ein wesentlicher Energieverbrauchsbereich? Auch dazu werden Sie in der ISO 50001 keine Zahl finden. Also da steht es nicht irgendwie drin, alles was über 10% ist, ist ein wesentlicher Verbrauchsbereich. Die Kriterien legen Sie als Unternehmen selber fest. Punkt. Das steht in der ISO 50001 drinnen. Und es geht darum, für welche Anlagen interessieren Sie sich selber, und da kann man auch keine allgemeingültige Antwort geben. Es gibt Unternehmen, die sind aus sehr vielen einzelnen kleinen Energieverbrauchern zusammengesetzt, gerade wenn ich jetzt vielleicht ein großes Hotel habe oder sowas, ne, da habe ich ganz viele kleine Einzelgeräte, die da auch zusammen durchaus zum großen Energieverbrauch führen können. Wenn ich jetzt ein produzierendes Unternehmen habe, das vielleicht Mittelständler bin, dann habe ich vielleicht nur eine Handvoll wirklich großer Energieverbraucher. Also eine richtig allgemeingültige Antwort kann man darauf nicht geben. Das richtet sich wirklich nach Ihrer individuellen Situation im Unternehmen. Vielleicht auch noch ergänzend dazu. Wir haben dort also auch diese beiden Welten, die man also auch differenzieren muss. Man hat im Rahmen der Auditzeitermittlung von den Zertifizierungsgesellschaften hat man dort eine Kenngröße festgelegt, also für die SEUs, weil die sind also dann auch anzugeben, um die Audittage dann auch zu berechnen. Und da hat man gesagt, gibt die SEUs an mit einem absoluten Verbrauch über 5% Anteil Gesamtenergieverbrauch, einfach um eine Praxisgröße, um eine Vergleichbarkeit zu haben, um einen Kennwert zu haben. Das sollte nicht gespiegelt werden dann in Ihr System, dass Sie also wirklich dort nur auf den absoluten Verbrauch achten, sondern Sie sollten wirklich, wie der Herr Rattchen also das eben auch benannt hat, natürlich gucken, was ist eigentlich mein Einsparpotenzial? Also wo habe ich die größte Hebelwirkung? Und das kann also auch mal eine kleinere Anlage sein. Manchmal sind es gar nicht die großen Öfen oder sowas in den Unternehmen, wo ich auf dem Stand der Technik bin, sondern es sind dann irgendwo Querschnittstechnologien, manchmal auch die Beleuchtung, was denn sinnvoll sein kann. Und da sollten Sie wirklich gucken, dass Sie da auch wirklich wirtschaftlich arbeiten. Gut, dann bleibt mir nun Ihnen allen für das Zusehen zu danken. Natürlich auch den beiden Referenten für die interessanten Darstellungen. Und ich denke, ich habe nicht so viel versprochen. Man hat gesehen, es sind zwei Männer, die auch in der Praxis unterwegs sind und nicht nur mit den Normen schauen. Ihnen vielen Dank für das Interesse heute, für die vielen Fragen. Auch im Nachgang stehen die Referenten gern mit den Kontaktdaten, die über die Präsentation, die auf der Homepage zur Verfügung stehen, für Nachfragen zur Verfügung, ebenso das Team des DIHK. Wir freuen uns auf das nächste Webinar mit Ihnen. Bis dahin, alles Gute, Wiedersehen. Deutscher Industrie- und Handelskammertag.